Was alles gibt, Chat? Du schaust immer gut aus, dankeschön. Okay, ich würde sagen, wir spielen weiter. Wir schauen einfach. Wenn euch was auffällt, sagt Bescheid, okay? Okay, ich schau mal. Fotomodus! Jawohl. Da oben steht irgendjemand. Irgend so ein Typi. Was macht der hier oben? Keiner weiß es. Er steht da einfach nur rum. Was ist... Ups. Mit ihm los? Was ist mit ihm los? Aloy, du bist hier. Ja? Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grater könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grater folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Mhm. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Ah, Mods, könnt ihr nochmal schnell die Kategorie umstellen? Nach der Pause? Wäre ganz lieb. Sirakas, dankeschön für den Tipp. Okay, wir haben Aufgaben. Ich werde mich mal ganz kurz ein bisschen bequemer hinsetzen. Ich bin ja gerade erst wieder reingejoint. Ja. So. Ah, ein bisschen bequemer hinsetzen. Mikro anpassen. Ah, viel angenehmer so. Viel angenehmer so. So. Okay, wir haben neue Aufgaben. Müssen wir gleich mal gucken, wo unsere Quests sind. Aufträge. Die kauzige. Okay. Da unten, rede mit Grata. Machen wir X Wegpunkt setzen. So. Die kauzige Grata. Was haben wir hier? Können wir das nutzen hier? Bitte komm, sag, dass es geht. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Wummelbill ist ja mega, oder? Schon ziemlich geil. Hier haben wir auch noch ein
so ein Safe Point. Das Becken. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Wie hält das auf? Das wird sich nach der Erprobung ändern. Meinst du? Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Nein, dann kannst du wissen. Ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Wir looten ein bisschen in der Zwischenzeit. Kann man immer brauchen, ne? Kann man immer brauchen. So ein bisschen Loot geht immer. Und vor allem, wenn man dieses Loot hat, ist es natürlich besser als brauchen, ne? Steine nehmen wir auch mit. Haben wir jetzt aber wirklich... Also Steine haben wir tatsächlich relativ genug. Und der soll mal Fleisch bringen. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Stimmt, oder? So, mal ein bisschen Zeug holen, damit wir was zum Spielen haben, ne? Mal kurz ein Check-up machen. Da ist ein Schwein. Wir sollen ja Fleisch holen, oder? Medizinbeutel ist voll, gut. Frohe Ostern, Benny. Grüß dich, hi. Oh Mann. Verdammt. Na also. Bleib hier. Schwein, bleib da. So. Mit uns. Lief gut? Chat, lief gut? Ich würde sagen, wir haben unser Ziel erfüllt. Das Schwein hat, alles gegeben. Das heißt für uns natürlich erstmal, läuft. Ja? Läuft so. Können wir mal ganz kurz gucken. Wir haben doch bestimmt hier Inventar. Ja, pass mal auf. Ja, das ist Zeug und so. Da ist hier. Ja? Schweinsknochen. Ungewöhnlich. Guss, okay. Verwendung, Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern. Was ist damit? Auch. Aber wir können noch nichts herstellen, oder Chat? Hier können wir schon ein bisschen was herstellen. Das wäre kein Problem, aber das herstellen. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir können Fallen. Schockfalle, okay. Tränke. Knochen brauchen wir dafür. Reichhaltiges Fleisch, okay. Für einen richtigen Trank, ne? Overpick. I have the high ground. Ja, genau. So, Gegengift könnte man herstellen. Dann machen wir mal eins. Zum Gegengift kann man, glaube ich, immer brauchen, ne? So, hier Tragekapazität. Waffenbeutel. Metallscherben. Ah, okay, mit Metallscherben ist so Upgrade-Zeug. Ja, Upgrade-Zeug ist geil. Jägerpfeile können wir... Ja, brauchen wir Lohe auf jeden Fall. Metallscherben brauchen wir auch dafür. Gut. Okay, wir brauchen also diese. Ohne Metallscherben kommen wir jetzt generell nicht weiter. Ein Schnellreisepaket. Ich würde mal sagen, wir stellen mal eins her. Dann haben wir schon mal eins. Und dann holen wir uns. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht noch ein Schwein treffen. Ne, so ein bisschen eine Schweinerei. Wäre schon was. Yoshi, grüß dich, hi. So ein bisschen eine Schweinerei wäre doch schon was, ne? Wenn wir hier so ein bisschen gucken könnten. Mal kurz ein bisschen Blick bewahren. Das Spiel schaut so geil aus, oder? Okay, kein Schwein hier. Im wahrsten Sinne. Sicher in deinem
Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Okay. Wir sollen das Fleisch noch finden. Wir haben noch eine Nebenquest irgendwo. Okay, wir sollen das Zeug finden. Na gut. Also nochmal ein bisschen Fleisch organisieren und dann holen wir uns diese blöde Kette noch. Ja, ja, so ist das, ne? Nur ein bisschen noch davon. Ach, und könntest du noch mal kurz hier... wie schaut's nur aus? Wer kennt's nicht? Oh, 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 oh. Wen sehen wir denn da unten, Chat? Ist doch kein Schwein. Das sind gleich zwei von denen. Da unten ist die Sau. Wenn der halt in die falsche Richtung läuft, haben wir hier richtig Action, ne? Wenn der in die falsche Richtung läuft, dann haben wir ein Problem, Chat. Okay. Hat geklappt. Fini, grüß dich. Hi! Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Ja, unser aller Magen, ha? Alte Welt. Ja, man weiß es nicht, was da passiert ist. Mit den Pfeilen komme ich noch nicht so ganz zurecht, ha? Ich schieße ein bisschen arg oft daneben vielleicht. Okay, Grata sagte, ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Das ist nicht weit von hier. Ist da... Okay. Na, dann gehen wir doch mal rüber. Wissen wir irgendwas über die Ecke? Nix. Gut. Ab ins kühle Nass! Boah, das treibt einen richtig ab, ne? In meinen Stiefeln steht das Wasser. Ja, ich weiß. Ekelhaft. Oh, 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 oh. Hier sind gleich zwei von den Brüdern. Wir müssen an denen vorbei. Okay. Machen wir es kurz. Okay, die haben mich beide erwischt. Au! Alter Schwede, Chat! Oh. Meine Fresse, holy moly, war das eine heiße Nummer. Drei Stück auf einen Schlag.
Okay, wir müssen jetzt ein bisschen was in die Herstellung investieren. Vor allen Dingen in Munition. Wir brauchen Nachschub. Ich schieße so oft daneben, aber das macht ja nichts. So, zwei Scherben sind rausgegangen. Okay. Aufträge. Weiter das Zeug sammeln. Habe ich das jetzt ausgewählt? Nein, ne? Mal schnell ausgucken. Ja, jetzt haben. So, da oben. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. So, Häschen. Häschen. Okay, es ist Fuchs und so weiter. Ist nicht so unsere Mahlzeit. Krater mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Okay. Schauen wir mal. Da müssen wir hoch. Okay. Wie komme ich da hoch? Ach so. Okay. Und jetzt? Wow, 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 nein, 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 nach oben schaut gut aus. Ah! Autsch. So viel dazu. Kommen wir mal so ein Bärchen rein, ha? Wie komme ich denn jetzt da wieder rum? Okay, hier komme ich nicht vorbei. Na also. Okay. Das ist okay. Na, so, geht auch. Hier komme ich nicht hoch. Darauf komme ich hoch. Okay, rechts wieder rüber. So, mal schauen. Okay, wird schon so langsam. Schon ganz gut, würde ich sagen. Was ist denn das für ein Geräusch die ganze Zeit? Ja, ist ja gut. Sieht interessant aus. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ja, da hat sie wieder. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist. Schaut schon richtig, richtig geil aus, oder? Mega. Okay. Großer Schnellspeicherpunkt oder was? Nein, nicht. Oder? Nein. Explosion und Geschrei außerhalb des Beckens. Was da wohl los ist? Wir gehen mal gucken. Was kann das wohl sein? Das ist bestimmt nicht schlimm, oder? No. Ausgestoßenen habe ich nichts zu sagen. Na gut, dann mach halt gut, ne? Ach Göttin, warum lässt sie mich nicht in Ruhe? Gegen das Gesetz, mit Ausgestoßenen zu sprechen. Die klappt. Okay.
Ja, schauen wir halt weiter. Ich muss umkehren. Okay. Aber irgendwas ist da, ne? Das ist aber nichts, was wir uns, was so quasi für uns schwierig wäre. Okay. Haben wir jetzt hier einen Quest oder irgendwas? Sonst irgendwas? Hier haben wir ein Lagerfeuer. Gut, das ist schön. Wir müssen hier wieder rüber. Ach du Schande, das ist ein ganz schöner Weg, ne? Und hier ist diese Wacht. Beckenhaupttor sehen wir hier. Zu unserer Linken. Okay. Ja. Hier bin ich. Alter Schwede, es schüttet ja wie aus Eimern. Nora wüsste, wie sie sich zu benehmen hat. Okay. Das reibt ein bisschen. Was? Wir gehen wieder zurück. Norika, grüß dich, hi! Oh, es lässt nach. Der Regen lässt nach. Oh, wie schön, Chat. Meine Schwester, die ist völlig abgeklärt. Ja, es ist, als würde die Zeit stillstehen, wenn sie zielt. So, kaum zu glauben, dass das Fest so kurz bevorsteht. Ich werde auf dem Fest nichts trinken. Okay. Er wird nichts trinken, Chat. Glaubt ihr nicht, ne? Ich auch nicht. Im Übrigen, da hinten waren wir gerade quasi, da oben. Da so rüber. Da sind wir gerade rumgelaufen. Ja, und da waren wir ordentlich unterwegs. Unserer wilden Suche. Was ist das denn? Was ist das denn, Mutterherz? Guck mal, das hat das Ding gelernt. Ach, verstehe. Okay, cool. So, nehmen wir nochmal Zeug mit. Ah, okay, das sind Wegweiser. Die wurden hier quasi für uns übersetzt. Erstmal Kaffee geholt. Und Nico, das ist eine gute Idee. Okay. Einer. Noch einer. Zwei auf jeden Fall. Die Läufer lasse ich meinen Frieden. Ich hol mir noch Frostbeulen. Hä? Fabi, grüß dich, hi! Na, das ist doch die pure Gönnung, hä? Schönes Ding! Haben jetzt ein bisschen Zeug geholt. Mit wenig Aufwand im Prinzip recht viel rausgeholt. Sieht gut aus. Das läuft doch, oder? Also jetzt haben wir ordentlich. Fünf Pfeile haben wir jetzt richtig gut Schotter gemacht. Ich hätte gerne den anderen noch erwischt, aber gut, man kann nicht alles haben. Ich übe das ja auch noch ein bisschen. Hier liegt noch einer.
3 Scherben. Damit können wir schon einiges wieder anfangen. Also, das hat der Run hat sich jetzt gerade richtig gelohnt. Was kommt wo? Es regnet schon wieder. Das sind die Läufer noch. Aber die haben jetzt niemanden mehr, ne? Die sind nicht mehr verteidigt. Und es regnet gerade so angenehm. Gekostet. Und Lore haben wir gefunden. Jawohl. Okay. Ey, das hat sich ja richtig gelohnt gerade jetzt. Okay. Kümmert euch wieder um euren Kram. Das ist auch nochmal ganz viel. Okay, wir gehen wieder zurück. Wir sollen uns ja hier bei ihr melden. Und da gehen wir jetzt auch hin. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ich bin verletzt. Du musst mir helfen. Wo ist der Typ? Willst du nicht helfen? Hock ist es also. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Erstmal... Morsch Bognado, grüß dich, Hallöchen, moin, ja, ich spiele auf normal, ich bin mal leise bei dir, okay, also bei mir geht's, Chat, sag mal, ob der Ton passt. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Okay. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte. Hilf mir bei dieser Sache. Auf ganzer Linie völlig versagt. Ja, okay. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Ich tue, was ich kann, für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Das mal ganz kurz abtauchen. Ich glaube, hier waren nämlich gerade noch ein paar Freunde. Kaninchen. Da hinten war auch nochmal ein angeschossener Läufer. Okay. Erstmal zum Lagerfeuer gehen. Das ist wichtig, weil wir brauchen den Speicherpunkt. Speicherpunkte, ganz wichtig, immer mitnehmen. Dann nehme ich nochmal kurz Sachen hier mit. Man weiß nie, wann man es mal brauchen kann. Okay. Jetzt haben wir sollen immer noch weitergehen zu Gretas Lager. Das machen wir auch. Kurz einen Check-up machen. Haben wir alles? Ist alles okay? Ja. Dann machen wir das auch. Okay.
Also wir haben jetzt schon wieder einen Auftrag zwischen rein bekommen. Nicht schlecht einfach. Wir sind beliebt, obwohl wir völlig unbeliebt sind. Wie kommt denn die da überhaupt hoch auf den Hügel? Ich werde schon wieder etwas dumm. Echt jetzt? Oh Mann, holy moly. Ich hoffe, das Mikro hält durch. Beziehungsweise das Mischpult. Mods, könnt ihr mal kurz ein Mikrocheck machen? Da ist Grata. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Deine Gebetsperlen habe ich auch, nur verlier sie nicht wieder. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Urmutter, höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Okay, cool. Dann gucken wir jetzt mal. Quests. Das machen wir als nächstes. Komm, den Quest machen wir jetzt noch. Lass mich dir zuflüstern. Vorsicht da unten. Ich schau jetzt mal. Also, wie gesagt, wir sollten schauen, dass wir diesen Questreihe langsam so irgendwann Wand treiben. Damit wir neue Questreihen wieder kriegen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die jetzt eigentlich noch hier sind. Na, das ist ja unbekannt. Ja, da haben wir noch mal einen das wieder. Noch irgendwo einer. Hier ist Dolara, deine Schwester! Ach, kein Blödsinn. Was? Ich bin weg? Jetzt bin ich wieder da. Bist du da draußen? Ja, Mischpult gibt gerade einen Geist auf. Na komm. Jetzt geh halt weiter, ey. Oh, kannst du mich hören? Das ist ja mega gut.